Backstage bei Schloss Einstein. Schon zum dritten Mal schleichen wir hier durch die heiligen Hallen von Schloss Einstein. Immer auf der Suche nach den Neuen. Und heute wird Paul dran glauben müssen. Er spielt den Johnny bei Schloss Einstein. Und ich bin eigentlich hier in irgendeinem der Zimmer mit ihm verabredet. Hallo, Paul. Hallo. Hallo. Kick alive. Yes. Come on. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Sollen wir uns irgendwo gemütlich machen? Ja, wir könnten in mein Zimmer gehen. Hallo. Paul, das ist ja auch nicht dein Zimmer. Ich habe ja auch gar kein Zimmer. Noch nicht. Okay, was machen wir jetzt? Hier vorne ist ein cooler Raum. Hier war ich aber schon mal. Das ist doch die Wohnung von dem Hausmeister Fasulke, oder? Das war mal die Wohnung vom Hausmeister Fasulke. Und wer wohnt jetzt hier? Das darf ich nicht verraten. Ich sehe hohe Absätze. Das heißt, eine Frau wohnt hier drin oder ein Mädel. Genau. Vielleicht ist das die neue Frau vom Hausmeister. Wir haben einen Musiker wahrscheinlich, weil hier Gitarre. Kannst du Gitarre spielen? Ich kann keine Gitarre spielen. Naja, lassen wir das besser. Quatschen wir mal lieber. Setz dich, mach es dir bequem. Seit wann drehst du jetzt für Schloss Einstein schon? Seit Sommer. Und wie kamst du, dass du dich hier beworben hast? Ja, also ich spiele schon seit 6 Jahren Theater und da war es halt so, dass mir dann die Leute öfters mal gesagt haben, Paul, du bist so gut und auf jeden Fall habe ich mich dann beworben. Und es hat geklappt natürlich ja. Auch sofort. Wie ist es denn so der Unterschied zwischen Theater und Fernsehen? Also vom Textlernen ist es sehr unterschiedlich. Warum? Man muss den Text nicht gleich alles lernen, also man muss jetzt nicht das ganze Stück an einem Tag lernen. Und man muss auch viel kleinere Bewegungen machen. Beim Theater würde ich jetzt so spielen. Oh, sehr schön. Du spielst wie Prinz Eisenherz, wie ich finde. Auch die Frisur passt perfekt. Da sind wir schon beim Thema Rolle. Hast du dich speziell für die Rolle des Johannes beworben? Nee, ich hab mich insgesamt beworben beim Casting und dann im nächsten Casting-Schritt wurde ich dann halt für die Rolle von Johnny eingesetzt. Eins kann ich euch sagen, so ein den Kollege Johnny oder Paul hier, den gibt's echt nur einmal. Ey, sieht cool aus. Ach übrigens, auf der Liste am schwarzen Brett, da steht ein neuer. So ein Johannes. Johannes Enz, oder? Ja, Enz. Johannes. Fehlanzeige. Hansi Enz. Oh nee, Leute, ich brech zusammen. Johannes Enz ist Hansi? Kleine Soundcheck gefällig? Gerne. Der Sommer ist vergangen, die Vögel sind geflohen. Hey, Alter, auf den steht meine Mutter. Hey Leute, ich habe eine geniale Idee. Und dafür brauchen wir 3 Sachen. Mein Fahrrad ist schneller als die Autostation. Ich kann kein Verzagen, auf Sonnenregen und ein Boot stehe ich an Langeweile, nicht das Meister, den es singt. Mein Fahrrad ist schneller als die Autos in der Stadt. Zusammen mit meinen Freunden fahre ich in der Sauna. Ach, wie ist das Leben schön, man muss nur tapfer sein. Stopp, 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 warte mal, kommt mal her. Ihr müsst mir helfen. Ey Leute, ich freue mich echt jetzt schon. Den sieht aber keiner wirklich aus dem Volksmusik-Freak. Alles Tarnung. Ey, hast du dir eben auch gerade vorne am Tor ein Autogramm von Hansi geholt? Na klar. Das muss ich sehen. Das wird lustig. Komm. Hey Tobias, der Song läuft schon wieder. Hallo, ich bin der Johannes, aber ihr könnt ruhig Johnny zu mir sagen. Paul, jetzt mal ganz ehrlich, wessen Idee war denn das mit der Volksmusik? Deine? Also, mein privater Musikgeschmack ist das nicht. Nee, was hörst du gern privat? Ach so, Hip-Hop, Rock, alles Mögliche. Aber kannst du trotzdem mal so ein kleines Schlagerliedchen für mich singen, bitte? Ausnahmsweise. Ja, schieß los. Der Sommer ist vergangen, die Vögel sind geflohen in wärmere Lande, doch was kümmert mich denn schon? Ich kenn kein Verzagen, ob Sonne, Regen, Wind, ein Bursch wie ich hat Langeweile nicht, das weiß doch jedes Kind. Ja! Ist es eine Beleidigung, wenn ich sage, es steht dir irgendwie? Ehrlich. Also rein musikalisch würde ich jetzt mal festhalten, könntest du und deine Rolle, ihr könntet gar nicht unterschiedlicher sein. Wir wollen aber jetzt auch wissen, wie das in anderen Punkten aussieht. Deshalb kommen wir jetzt zu unserer Tradition, unserem Schloss-Einstein-Spiel, Rolle oder ich. Und heute mit einer kleinen Zusatz-Challenge. Und zwar machen wir das Ganze an der Kletterwand. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Dann los!
Nummer 1. In der großen Pause macht jemand einen Witz über dich. Du drehst den Spieß einfach um und lachst mit. Rolle oder du? Du, warum? Lieber Witze über sich selbst reißen, als wenn andere Leute Witze über dich machen. Eine sehr gute Einstellung. Ob Tisch, Stuhl oder Schrankwand, du bist Experte. Rolle oder du? Du auch, echt? Ja. Bist du so ein Handwerker? Naja, weil meine Familie und meine Großeltern und alle haben, wir haben ein Möbelgeschäft. Ah, okay. Und da ist halt das Wissen da, das Know-how. Aha, und auch Prozente. Ich renoviere gerade. Ja. Hallo Paul. Hallo Jess. Du, singen ist dein Leben. Seit deinem 5. Lebensjahr singst du den ganzen Tag. Rolle oder du? Haha. Nur Schlager? Oh, ich weiß gar nicht, was Johnny alles mag. Singt Paul auch? Paul singt auch. Sogar, er hat sogar in 2 Chören gesungen. I feel like I'm hanging by a thread. It's a long way down. Yeah. Kommen wir zum letzten Statement. Alle treffen sich zum Schwimmen im Schwimmbad. Ab der 2. großen Pause kannst du schon nicht mehr still sitzen, weil du unbedingt auch hin willst. Rolle oder du? Rolle, warum? Naja, weil sowas bestimmt mit Freunden immer Spaß macht. Und Freunde, obwohl, da müsste ich ja eigentlich so machen. Ja. Weil Freunde sind wichtig. Bist du eigentlich aus Erfurt? Nein, ich komme aus Eschwege. Ich pendle eigentlich immer am Wochenende. Und die Woche über? Dann wohne ich in einer Gastfamilie hier in Erfurt. Ja. Und wie gefällt's dir? Sehr schön, die sind sehr nett. Normalerweise gucken wir uns ja immer das Zuhause von jedem an. Und diesmal gehen wir nicht zu Paul nach Hause und er bringt uns sein Zuhause mit. So, wer ist das hier? Sieht ein bisschen aus wie Russell Brand. Nee, das ist Thomas Huber. Aha. Das ist ein Bergsteiger und ja, das ist sozusagen mein Kletteridol. Ja, wir haben mal so einen Überblick über dein ganzes Zimmer, über dein ganzes Reich. Genau. Wer ist denn der hier? Das ist mein Schaf und das ist zum Beispiel Richie, weil der schnarcht immer. Liest du gerne? Ich lese sehr gerne, wobei das nur die Hälfte ist eigentlich, der Rest ist halt in Erfurt. Ne? Toll, was haben wir denn hier? DGV Platzreife. Hiermit bestätigen wir, dass Paul Hartmann die Prüfung zur DGV Platzreife bestanden hat. Was ist denn DGV? Das ist Deutsche Golfverein. Ja. Was heißt Platzreife? Platzreife bedeutet, ich darf da auf den Platz. Das ist eine Etiketteprüfung, dass man da nicht auf dem Golfplatz rumschreit. Ja. Bekloppt. Dass sie dir das gegeben haben, das wundert mich sehr, muss ich sagen. Sehr schön, ein Urlaubsstuhl. Fährst du gerne in Urlaub? Ich fahre schon in den Urlaub, aber nicht ans Meer, wo es so heiß ist. Echt nicht? Wohin fährst du? Mich zieht es eher in die Berge, wo ein bisschen Action ist oder so. Also in Urlaub schicken kann ich euch leider nicht, aber trotzdem kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz tollen Teil, nämlich zu der Verlosungsaktion, denn ihr könnt was sehr Einsteiniges gewinnen. Und zwar was hast du mitgebracht, Paul? Ich habe ein T-Shirt mitgebracht, ja, was heute im Fernsehen schon zu sehen war. Cool. Und das verlosen wir. Ja, aber natürlich nicht einfach so, sondern ihr müsst eine Frage richtig beantworten. Und zwar, welche Musik macht denn der Paul bei Schloss Einstein? Ist das A? Hard Rock. B? Hip-Hop. Oder C? Volksmusik. Ich denke, das bekommt ihr auf jeden Fall raus. Alle Infos zum Gewinnspiel und auch zu unserer Sendung gibt es wie immer unter kikalive.de. Morgen müsst ihr aber direkt wieder einschalten, weil um 14.35 Uhr kommt Schloss Einstein. Hier? Im Kika. Ganz genau. Und nächste Woche Samstag, da schnappe ich mit deinem nächsten Kollegen, nämlich den Hubertus, gibt es wieder hier bei Kika Live Schloss Einstein Backstage. Also seid dabei. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Oh God,